man stelle sich einfach mal vor, es gäbe ein Dino Crisis, welches in Raccoon City spielt. Ach, tatsächlich, das gibt's ja. Dino Break! Hi Cons und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und jawohl, heute geht es wieder um Dinosaurier. Dinosaurier all over the place. Wir alle Resident Evil und Dino Crisis Fans wünschen uns schon seit Ewigkeiten ein Dino Crisis Remake. Capcom hat sich leider bis heute noch nicht dazu geäußert, ob wir jemals eins bekommen werden oder nicht. Aber dafür gibt es ja Gott sei Dank ein paar Independent-Entwickler, die den Wünschen der Fans ein wenig nachkommen wollen. Stellt euch mal vor, es gäbe ein Spiel, welches ganz viel Resident Evil enthält, dann ein halbes Dino Crisis und noch eine Brise Silent Hill 2. Jawohl, und was kommt dabei raus? Dino Break. Dino Break ist ein Spiel von Independent-Entwicklern und dieses Spiel ist seit circa einem Monat auf dem Markt. Ich habe es angezockt und sag euch jetzt meine Meinung zu dem Spiel. Dino Break ist von einem Entwicklerstudio, das sich Dead Drop nennt und wie gesagt, es sind Independent-Entwickler. Und sie haben ein Spiel entwickelt, welches diesen Retro-Charme aus den 90er-Spielen hat. Es gab ein Interview vor etwas längerer Zeit mit dem Co-Founder von Dead Drop und Evan Wolbach hat Folgendes dazu gesagt. Zitat: Mit Dino Break reagieren wir auf die enorme Fan-Nachfrage nach einem spirituellen Nachfolger von Dino Crisis. Weiter sagt er: Wir freuen uns, das prähistorische Survival-Horror-Erlebnis endlich in die Zukunft zu bringen. Sowohl für Fans, die sich nach dem Retro-Erlebnis sehnen, und für Neulinge, die sich noch nicht in das spannende und aufregende Gameplay dieses Genres verliebt haben. Ich denke, die Intention von Evan Wolbach kommt sehr deutlich raus. Er möchte Dino Crisis-Fans ein Spiel bieten, welches sehr ähnlich ist wie Dino Crisis. In dem Game spielen wir die Hauptprotagonistin Lydia und Lydia möchte der Sache auf den Grund gehen, warum denn in der ganzen Stadt auf einmal Dinosaurier-Eier rumliegen und die ganze Stadt quasi von Dinosauriern befallen wird. Das Spiel selbst spielt im Jahr 1999, also schon eine Weile her. Die Stadt, in der wir uns befinden mit Lydia und auch alles untersuchen werden, erinnert mich wahnsinnig an Raccoon City. Überall auch so ein bisschen Feuer, also ich muss mich daran erinnern an Resident Evil 2 Original, wo einfach alles gebrannt hat. Nicht nur die Stadt ist sehr, sehr ähnlich, sondern auch noch so Elemente aus dem Gameplay, wie zum Beispiel das Menü. Wir haben ein limitiertes Inventar und außerdem ist die Gesundheitsanzeige eigentlich haargenau die aus den klassischen Resident Evil Teilen. Witzigerweise stehen auch überall Schreibmaschinen rum in der Stadt und wir finden Inks, also Tinte, um dort unsere Geschehnisse, die wir bereits abgehandelt haben, zu speichern. Meist befindet sich auch neben der Schreibmaschine eine Box, in der wir Items unterbringen können. Also was auch extrem nah an Resident Evil tendiert. Was ich auch richtig geil finde, ist, dass wir grüne, rote und blaue Pflanzen finden. Die nennen sich da natürlich jetzt nicht Green, Blue und Red Herb, sondern Green, Red und Blue Sprouse. Auch das blaue Kraut ist gegen Vergiftungen und wir können ebenfalls eine vollkommene Heilung erzielen, wenn wir das grüne mit dem roten Sprouse kombinieren. Wir können im weiteren Verlauf des Spiels so Munition zusammenmischen. Das erinnert mich auch ganz arg an Resident Evil 3 Nemesis. Da konnten wir das nämlich auch. Ich muss also sagen, Dino Break ist für mich ein absolutes Resident Evil mit Dinosauriern, also der absolute Mix aus Dino Crisis und Resident Evil. Der In-Game-Sound bzw. Soundtrack referiert für mich auch sehr Richtung Resident Evil. Ebenfalls die Menü-Sounds, wenn ihr etwas kombiniert oder auswählt. Von der Stimmung her fühle ich mich wirklich wie in Raccoon City tatsächlich. Und der Menü-Soundtrack, der ist absolut Silent Hill 2 Promise Reprise. Bisschen abgewandelt. Für den Spielflow müssen wir also gut sein im Ressourcenmanagement. Wir müssen logisch denken, welche Wege wir nehmen.
Wir müssen Codes uns merken. Und was ich auch gestern gemerkt habe beim Zocken ist, ich brauche auf jeden Fall einen Zettel und einen Stift, dass ich mir diese Codes und Zahlenkombinationen merken kann. Und das finde ich jetzt auch wieder so geil, dass du einen Zettel und einen Stift nimmst, um das aufzuschreiben. Das ist richtig geil oldschool. Die Perspektive des Spiels ist nicht nur retro, also keine Sorge, ihr müsst hier nicht euch durch die Panzersteuerung quälen. Ihr könnt es aber. Ihr könnt zwischen drei verschiedenen Perspektiven wählen. Ihr könnt die fixierte Cam nehmen, ihr könnt die Third-Person-Perspektive nehmen oder die Ego-Perspektive. Tipp meinerseits, ich habe die Ego-Perspektive genommen und weil jetzt die Steuerung, sage ich mal, nicht so der Oberburner ist, kommt ihr mit der Ego-Perspektive am besten klar. Also hier sind wir auch schon bei den Defiziten des Spiels. Die Steuerung hat mich manchmal echt an den Rand des Wahnsinns getrieben, weil ich oft manche Passagen mehrmals wiederholen musste und ich dann wieder auf einen Knopf gekommen bin, wo dann der Fotomodus kam oder die Perspektive hat sich geändert. Und das war für mich so ein bisschen ärgerlich, dass ich dann sterben musste, weil ich auf einmal den Perspektivenwechsel drin hatte. Außerdem hat das Spiel, sage ich mal, noch so ein paar Bugs drin. In dem Fotomodus, wenn man reingeht, kann man sich eigentlich gefühlt die ganze Welt anschauen. Ist eigentlich ziemlich cool und da sieht man auch, wie detailverliebt das Spiel eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob das so gewünscht ist, dass man das alles sehen kann. Auch wenn die Steuerung, sage ich mal, Luft nach oben bietet und es auch teilweise sehr ärgerlich war, für mich hat der Spaß deutlich überwogen. Von den Dinosauriern her gibt es auch eine richtig geile Vielfalt. Wir treffen ganz, ganz viele frisch geschlüpfte Raptoren. Wir treffen auch auf einen Baby-T-Rex, auf Dilophosaurus, weswegen wir auch vergiftet werden können. Wir treffen Triceratopse und dann gibt es noch die kleinen Kompis. Ach, und die meist bekanntesten Dinosaurier gibt es auch noch, und zwar Hunde und Spinnen. Ich habe mir dann nur gedacht, okay, was machen jetzt die Hunde und Spinnen hier? Ah, Resident Evil ruft. Okay, verstehe. Aber das Spiel ist auch nur für die Leute, die wirklich diesen Retro-Charme auch lieben. Das sage ich hier nochmal ganz deutlich. Wenn jemand so ein High-End-Produkt erwartet, wie das jetzt bei Resident Evil 4 Remake der Fall ist, der wird mit diesem Spiel natürlich nicht so viel Freude haben. Aktuell ist das Spiel im Angebot auf Steam sowie im PlayStation Store, deswegen habe ich es mir auch gekauft. Dort kostet das jetzt 15,99 Euro und deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr das Spiel ausprobieren wollt, kauft es auf jeden Fall im Sale, entweder jetzt zu 15,99 Euro oder wenn es vielleicht noch billiger wird, dann macht ihr, denke ich, nicht viel falsch damit. Ja, meine Lieben, das war's. Ich wollte euch unbedingt Dino Break vorstellen, weil das Spiel einfach sehr unbekannt ist noch aktuell. Und vielleicht habe ich dem einen oder anderen einen coolen Spieletipp weitergeben können. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob ihr dran interessiert seid, ob ihr es vielleicht schon gezockt habt, ob ihr es gut oder schlecht findet. Lasst uns wie immer heiß diskutieren. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, macht's gut and don't forget, be unique.